Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Beim letzten Mal sind wir am Strand von Komoda entlang geritten, auf der Suche nach eventuell möglich einsammelbaren Gegenständen. Wir wurden auch sogar fündig. Wir haben einen Sashimono-Banner gefunden, unweit jener Stelle, wo wir zusammen mit Fürst Shimura durch diesen kleinen Pass gelaufen sind, um Kotun-Kan einst am Strand zu konfrontieren. Wir wissen ja alle, wie das ausgegangen ist. Das war so semi-optimal. Und wir durften feststellen, es sind mittlerweile auch andere Leute am Strand, um nach ihren Verstorbenen zu suchen und sie dementsprechend beizusetzen. Was gab es noch Interessantes? Wir haben eine Geisel gerettet. Allerdings war die dermaßen gut versteckt in einem Gebüsch, von dem ich ausging, okay, da kommst du gar nicht rein, weil das so dicht bewachsen ist. Aber nö. Es stellte sich dann doch heraus, dass man damit interagieren kann. Und mal sehen, auf was wir in dieser Aufnahme stoßen werden. Hier sind wir. Hier sind wir wieder. Am Strand. Immer noch in der Präfektur von Komoda. Unweit entfernt von den Jungwolffällen. Wir hatten auch den Tipp bekommen, hier unten gäbe es eine Schiffswerft, die die Mongolen errichtet haben, um ihre Flotte zu reparieren. Und ich hätte mit euch zusammen mal versucht, dorthin zu reisen. Wir können nicht aufgeben. Natürlich immer noch auf dem Wege dorthin. Untersuche ich auch mal Orte, die ich damals ausgelassen habe. Einfach mal, um tatsächlich zu sehen, okay, gibt's hier was, gibt's hier nichts. Wer weiß, wenn man es nicht einmal erforscht, dann kann man es ja auch nicht wissen, nicht wahr? Mit unserem Freund, dem Glühwürmchen, bekommen wir ja mit, ob sich hier was versteckt hält oder nicht. Schaut mal, hier zum Beispiel könnten wir nochmal hoch. Da könnten wir auch hoch. Dann will ich doch erstmal den Weg hier oben nehmen. Steindrachenschall rein. Dir fehlt ein Gegenstand, um den Schreinaufstieg höchstwahrscheinlich zu meistern. Okay. Ja. Ich hätte trotzdem gerne mal gewusst. Okay. Das ist natürlich nicht so geil. Weil das hier hat ja jetzt nicht unbedingt was mit dem Schrein an sich zu tun. Arme Seelen. Wir wollten auch einfach nur versuchen, hier rechtzeitig wegzukommen. Da hinten, wo das Feuer aufsteigt, da befindet sich auch schon die Werft. Gut,
gut, also den Schrein selber können wir nicht erklimmen bis jetzt. Das heißt, wir werden wohl oder übel sowieso hier nochmal zurückkehren. Hier kommen wir wahrscheinlich wieder zurück. Ja, genau. Okay. Ja, die Leute hatten hier wenig Erfolg. Was haben wir denn abseits davon noch hier? Wir haben Vorräte. Und quasi den Anfang des Schreins, aber den können wir ja nicht betreten. Das ist jetzt ungünstig. Okay, ja. Dann bleibt uns hier nichts anderes übrig. Bambus haben wir immer noch genug, genau. Dann müssen wir nochmal runter. Und bei Nobu, wenn er denn noch da unten steht, ja, tut er, auf der anderen Seite nochmal hochklettern. Dort oben. Gleich zu unserer Linken. Ja, das wissen wir mittlerweile. Dass uns da ein wichtiger Gegenstand fehlt. Oh. Offensichtlich verlassen. Obwohl das Feuer brennt noch. Also solange können die Leute, die einst hier sich hingesetzt hatten, nicht fort sein. Da haben wir noch den die kleine Tafel, die uns etwas über den Schrein preisgibt. Diese Toritore führen zum Steindrachenschrein, Heiligtum von Susanoo, dem Kami der Stürme. Sieht aber auch echt elegant aus, ne? Also auch schade, dass das hier nicht mehr in dieser Pracht zu sehen ist, wie es einst vielleicht mal erbaut worden ist mit den Brücken. Ist in der Zwischenzeit auch schon wieder hier hochgeklettert, in Anführungszeichen. Kashine. Das haben wir beim letzten Mal. Ich hoffe, ich spreche es jetzt auch richtig aus. Gehört. Ja, wir haben einen Fuchsbau, das sehe ich. Los jetzt, Nobu. Aber ich habe den goldenen Vogel wahrgenommen. Lager der Überlebenden. Über uns, okay. Warte mal. Ich traue der Sache trotzdem noch nicht so richtig. Ich habe den Vogel doch gehört. Ich bin gerade etwas irritiert. Oder war diese musikalische Untermalung dann doch dem Fuchsbau gewidmet? Ich bin mir jetzt gerade uneins.
hier! Aber ich muss schon sagen, Leute, ihr habt gut, was die Ressourcen, was das Management angeht, hier die Nachschübe hochzubringen, vielleicht nicht den besten Ort gewählt, aber von der Aussicht. Du meine Fresse, da habt ihr aber ganze Arbeit geleistet. Junge, das ist doch mal ein Lager der Überlebenden. Die haben es verstanden, ey. Puh. Ja, lecco mio grande, ey. Also, Props können da echt nur rausgehen an euch. Aber im Händler müssen wir jetzt nicht mal reinschnubbern. Der hat ja auch nichts Neues für uns. Also, soweit wie ich das wüsste. Okay. Jetzt aber mal zum Fuchsbau. Oder war da oben sonst noch irgendwas anderes? Nee. Der Fuchsbau. Also war das höchstwahrscheinlich genau das, was uns an die Ohren stieß. Mein Kleiner? Ja, ich steig schon ab. Hoppala. Ah, da hinten ist er ja schon. Zwei fehlen uns noch, dann kriegen wir einen weiteren und auch den letzten Talisman-Platz freigeschaltet. Nett. Da unten haben sich auch welche eingefunden. Komme ich denn hier irgendwo runter? Ja, kann ich. Okay, hier können wir runterklettern. Immer Step by Step. Oh. Hier bin ich. Gut, ich habe jetzt mit anderen Leuten gerechnet, aber so ein kleiner Außenposten hier von den Mongolen. Vielleicht Beobachter, die vorausgeschickt wurden, um den Strand zu beäugen. Also wir haben die drei Leute zwar ausgeschaltet, aber wir haben keinen Fortschritt bekommen. Ich glaube, der jeweilige ist mal der gewesen mit seinem Boot hier. Also könnte ja sein. Oder dem der kleine Lagerplatz hier mal gehört hat. Möglich, möglich. Ja, sogar ziemlich sicher. Den beiden hat hier mal das kleine Lager gehört.
Gut, wir kommen der Basis oder zumindest hier dieser Werft, kommen wir näher. Sorgen wir mal dafür, dass dieses Feuer erlischt. Da hinten haben wir auch noch welche. Diese kleine Vorhut können wir auch gleich nochmal mit ausschalten auf dem Wege zu unserem eigentlichen Missionsziel. Die halten da, halt die da wen gefangen? Zeigt mir, was ihr könnt! Ich glaube schon. Ja, tun sie. Aber nicht mehr für allzu lange. Stillhalten. Das ist ein Wunder. Geht. Gebt auf euch Acht. Bitte. Das ist für euch. Noch mehr frische Luft zum Einpacken. Geil! Okay. Oh, nochmal Vorräte. Auch wenn der sie eventuell auch hätte ganz gut gebrauchen können. Wo will denn der Bär jetzt auf einmal hin? Er kann von Glück reden, dass wir gerade was anderes im Auge haben hier. Für unsere Legende, die daran wächst, als seine Felle. Zerstöre die Werft, genau. Verletze Gegner mit einer Haftbombe. Hole die Sashimono-Banner zurück. Lass die Falken los. Oh, okay. Und schalte den Lagergeneral aus. Gut, ja. Also verletze mit der Haftbombe. Steht ja nichts von Killen. Ich denke mal, wir werden noch genug Zeit dafür haben, die Leute mit einer Haftbombe auszuschalten. Ach, der Typ ist weggegangen. Ah. Ach, dann war das sogar der mit der Lanze. Also mit dem Speer. An. Flieg, mein Vögelchen. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal alles an Pfeilen eingesteckt, was wir überhaupt tragen können. Steht auch noch jemand am Zelt. Ja, das möchte ich jetzt ungern. Hier, der hier zum Alarm bläst, ist er schon ausgeschaltet.
Aber da hätte ich auch nicht schlecht gestaunt, wenn ein Typ erstmal straight einen Pfeil in den Kopf kriegt. Faszinierend, wunderschön dieser Lichteinfall am Morgen. Hallöchen. Oho. Moin. Kann's weiter liegen. Ich lasse dich jetzt erstmal in Ruhe. Die Vorräte lasse ich nicht einfach mal so liegen. Gut, also die beiden könnten wir gleich mal mit der Haftbombe mitnehmen. Das war knapp, aber selbst die Situation haben wir gut entschärft. Glühwürmchen? Ja, da bist du ja wieder. Okay. Ganz ruhig. Wir haben doch die die Haftbombe, oder nicht? Jetzt muss ich gerade noch mal Haftbombe, ja. Ach, das geht. Ah, okay, ja, bei den Geistwaffen, alles klar. Also nochmal in einer anderen Sektion. Okay. In Pech getränkte Haftbomben. Ja. Gut, dann müssen wir die nur noch ordnungsgemäß platzieren. Womit lässt man das Ding jetzt los? Ach, shit. Alles klar. Ne kum zum Tevla! Gut, die letzte, die wir noch haben, die werde ich mir mal aufheben. Für den Fall, dass wir noch mehrere Leute konfrontieren werden. So dass ich dann auch bewusst alle auf einmal treffe. Wow, okay, den habe ich gar nicht gesehen. Alles klar. Dann lasst uns doch mal gerade die Leute sammeln. Genau so. Erstmal direkt wieder rein ins Zelt. Gut, also die Kampfherausforderung haben wir schon mal. Auch wenn das ja jetzt nicht so der Stil ist, den ich jetzt an den Tag gelegt hätte. So. Einen von vier Bannern haben wir schon mal. Ah, da kriegen wir auch gleich wieder eine Haftbombe rein.
Leder. Gut. Das ist schon ein ganz schön dickes Ding, was hier anliegt, ne? Ja, dann lass uns mal die restlichen zusammentrommeln. Bogenschütze platziert sich auch da ganz hinten links. Ich habe gedacht, der Schwerthieb war schon ausreichend. Aber viel ist es wahrscheinlich nicht mehr, ne? Eisen. Vorräte. Genau. Der hat gar nichts davon mitgekriegt. Oh, fast übersehen. Noch eine Affbombe. Jetzt haben wir wieder alle voll. Gut, in Anführungszeichen, es waren ja auch nur zwei. Der General. Das war eine sehr interessante Nahaufnahme. Aufzeichnungen, hey. Was haben wir denn da gefunden? Gespräche mit dem Khan Nummer 5. Heute war ein furchtbarer Tag. Kotun stürmte wutentbrannt in sein Quartier und zerschmetterte einen wirklich edlen Tisch aus einem Land namens Kashumiru. Ich schreibe das so ruhig, aber ich war vor Angst erstarrt und überzeugt, ich würde gleich sterben. Wir reden hier schließlich von Menschen, die Pferdeblut trinken. Naja, nein. Also glaube ich zumindest. Nach einer Weile konnte ich Kotun genug beruhigen, um den Grund für seinen Zorn zu erfahren. Fürst Shimura hatte sein Bündnisangebot abgelehnt. Es ist offensichtlich, dass Kotun Shimuras Kooperation nicht als entscheidend für seine Pläne auf dem Festland erachtet, aber er ist es nicht gewohnt, dass man ihn zurückweist. Fürst Shimura muss wirklich ein Rückgrat aus Katana-Stahl haben, um diesen Mann zu trotzen. Das hat er durchaus. Ich werde die Aufnahme beenden, sofern wir hier mit dem Ding fertig sind. Was eventuell nicht mehr allzu lange dauern mag. So, das haben wir auch eingesteckt. Da befindet sich der letzte Falke. Ach, der General ist mittlerweile weitergezogen. Okay. Scheint ist die Luft rein. Okay. Und da steht noch jemand. Knapp. Ah, hier haben sie auch den Schwarzpulverkarren.
Oh, sie haben die Leiche entdeckt. Oh, ganz ruhig. Junge, ich sterb doch jetzt hier nicht bei den letzten zwei. Junge, ihr macht's mir nicht einfach, ne? Und so schnell kann das gehen, Alter. So schnell ist einfach mal die gesamte Entschlossenheit wieder komplett weg. Gut. 20 von 40. Nee, Quatsch. 20 von 80 Sashimono-Banner haben wir jetzt schon. Dann holen wir jetzt noch den letzten Falken aus dem Käfig. Und dann müssen wir ja doch nochmal zurück aufs Schiff. So, ihr seid frei, meine Hübschen. Macht was draus. Sofern ich mich noch richtig erinnere, kriegen wir dann auch Gold und einen Technikpunkt geschenkt. Das Glühwürmchen ist auch wieder da. Das heißt, hier muss ja noch irgendwas anderes sein. Hm. Aber das Eisen war es nicht. Und der Karren ist es auch nicht. Das, ist auch klar. Habe ich hier drin irgendwas übersehen? Ja, habe ich tatsächlich. Ein Artefakt der Mongolen. Und zwar die Schwarzpulverkanone. Die Verbreitung der Schwarzpulvertechnologie in Europa während des Hochmittelalters ist hauptsächlich auf die Verwendung von Sprengstoff und Feuerwaffen durch die Mongolen zurückzuführen, die sich über Asien hinaus ausbreiteten. Schwarzpulver spielte auch eine große Rolle bei der mongolischen Eroberung Chinas. Einer der bedeutsamsten dieser Waffen während der Invasion Japans ist eine kleine Bombe, die verwendet wird, um die Pferde der Samurai zu verwunden und in Panik zu versetzen. Die Schwarzpulverbomben, die kleinen tragbaren Teile. Raffiniert, simpel und trotzdem wirkungsvoll. Hätten wir. Oh, es ist jetzt gleich mal das ganze Schiff in Brand. Puh. Und da haben wir unseren geschenkten Technikpunkt und zweimal Gold. Auf geht's, Nobu. Schade, ich hätte jetzt gedacht wirklich, dass das ganze Schiff in Brand stehen würde. Aber nee. Ist zwar nicht der Fall. Was ist denn das da unten? Ach so, ein Hirsch. Wollte gerade sagen. Okay. Haben wir. Was sagt denn das Einzugsgebiet hier, was wir jetzt entdeckt haben? Ja, es hat gut was gebracht.
zwar jetzt nicht dermaßen viel, als dass man sagen könnte, wow, okay, da hast du jetzt 3, 4 unterschiedliche Dinge, aber immerhin einen unentdeckten Ort haben wir damit schon mal sichtbar gemacht. Und an der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Ghost of Tsushima.